Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Einladung, Frau Schütte. Ganz kurz zu meiner Person, Martin Goll. Sie ist vorhin Kommunikation, Politikwissenschaften. Naja, das ist der PR-Onkel von Tenet. Das ist der PR-Onkel von Tenet, könnte man auch sagen. Bin ich So, nicht. so gemeint. Und bei uns ist das auch ein bisschen anders, denn mit den Thesen, die auch Frau Barth hier gebracht hat und auch Herr Becker. Da laufen Sie bei uns offene Türen ein, denn das Thema Stakeholder-Kommunikation und Stakeholder-Perspektive hat eben nichts mit Hochglanzveranstaltungen zu tun und Gummibärchen in Fußgängerzonen zu verteilen, sondern es geht darum, dass wir das Thema Stakeholder-Perspektive in die Projekte hineintragen. Zwar beim Beginn des Projekts schon uns überlegen, wie wir die Stakeholder rechtzeitig einbinden, wie wir genau eben das schaffen, was Sie auch hier gesagt haben, Herr Becker und auch Frau Barth. Es geht nicht um Akzeptanz, darum geht es am Ende auch. Aber es geht vor allem darum, die Planung zu verbessern, die Planung frühzeitig so optimal auszulegen, alle Alternativen frühzeitig schon zu erkennen und zu prüfen, dass wir am Ende wirklich eine Planung haben, die auf einer breiten Akzeptanz stößt und die auch wirklich für alle Beteiligten optimal ist. Zu uns nur ganz kurz. Bei uns sieht man ja fast jeden Tag in der Zeitung so ein kleiner Netzbetreiber, der kein Geld mehr hat und keine Netze mehr bauen kann. Stimmt nicht ganz, es gibt in Europa über 40 Netzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber. Wir sind einer der fünf größten. Wir sind das erste Netzunternehmen Europas, das transnational ist, also bereits Deutschland und Holland miteinander koppelt. Wir sind verbunden mit 10 weiteren Netzbetreibern in Deutschland über Seekabel, über Engpasskuppelstellen. Wir haben die einheitliche Preiszone mit Österreich. Wir haben rund 2000 Mitarbeiter und haben allein in den letzten 2 Jahren 40% zusätzlich in Deutschland aufgebaut und sind auf einem steilen Pfad, auch noch weiteres Personal zu beschaffen. Der Engpass ist hier vor allem der Arbeitsmarkt, Experten, die Elektroingenieure zu bekommen, die diese Herausforderungen auf See, aber auch an Land zu stemmen. Das ist auch einer der Themen hier, Engpass Energiewende. Das auch nur ganz kurz gestriffen, das ist heute bestimmt schon oft erwähnt worden. Die ersten 8 Gigawatt haben wir ja schon geschafft, könnte man sagen. Die nächsten 12 kriegen wir auch noch hin, bis 2022 noch lang hin. Das ist schon die erste Hürde für die Energiewende. Grafenrheinfeld, das hängt an einem der unbeliebtesten ENNAG-Projekten, bestritten von allen Umweltverbänden der Welt. Zum Glück, Herr Zerris, gibt es da auch ähnlichen Gutachten der Bundesnetzagentur, wo auch viele andere Marktteilnehmer befragt worden sind. Und ich kenne auch mittlerweile einige Umweltverbände, die sagen, über den Bedarf dieser Leitung brauchen wir nicht mehr reden. Die brauchen wir wirklich. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich bin Teil unserer Krisenorganisation und wir haben ein Inzidenzsystem, wo schon bereits bei Überlastungen sozusagen eine Rufbereitschaft ausgelöst wird, wenn also eine Spannungsüberlastung ist. Dieser Stromkreis dort zwischen Thüringen und Bayern ist der am meisten überlastete Stromkreis. Die dortige 220-kV-Leitung ist permanent im Redispatch. Diese Leitung brauchen wir und wir brauchen sie vor allem dann, und zwar in Betrieb, wenn Grafenrheinfeld abgeschaltet werden soll. Und ähnliche Geschichten werden Sie dann auch bei den anderen Kraftwerken erleben. Wir müssen ja nicht nur vor allem die Leistung am Ende, die 20 Gigawatt, kompensieren, sondern daran hängen noch andere technische Randbedingungen auch. Also zum Beispiel, woher kommt dann die Blitzleistung, die Spannungshaltung, die mit diesen Kraftwerken verschwindet? Also es ist eine Reihe von technischen Herausforderungen, diese Energiewende zu lösen. Die möchte ich hier nur ganz kurz illustrieren, um auch zu zeigen, welchen Spannungsfeld wir uns hier bewegen zwischen dem Bedarf, der Diskussion um den Bedarf dieser Leitungen, aber auch am Ende der Geschwindigkeit, wie wir diese Netze dann am Ende dann auch realisieren müssen. Wir haben einen engen Zeitplan. Das ist die Herausforderung, das sind auch die Szenarien, die Sie aus dem Netzentwicklungsplan kennen, die zugrunde liegen für die Ausbauplanung der Übertragungsnetzbetreiber. Auf den Prozess ist ja Herr Becker schon intensiv eingegangen, da möchte ich nicht im Detail eingehen, aber das ist eben die große Herausforderung. Wie kriegen wir 130 Gigawatt erneuerbare Energien 2022 ins Netz und am Ende zum Verbraucher. Denn dort, wo momentan Erneuerbare erzeugt werden, da ist kein Verbraucher. Das möchte ich nur ganz kurz auch nochmal streifen. Systemintegration, unsere Kollegen in Lehrte und in Dachau, das sind die beiden Kontrollzentren, arbeiten Tag und Nacht daran, diese Wogen zu glätten, damit Sie es als Endverbraucher nicht merken, dass hier enorme Schwankungen im System sind, eine volatile Einspeisung. Hier das Beispiel aus Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ist einen Tag sozusagen Stromexporteur. Die Last ist ganz unten. Hier wird enorme Windenergie produziert. Am Tag davor war Schleswig-Holstein noch Importeur, weil kaum ein Windenergieanlage
blies und geblasen hat und auch kaum Sonne geschienen hat. Also all das müssen auch wir als Netzbetreiber heute abfangen. Und das wird auch nicht einfacher. Deswegen auch hier der Bedarf für Netzausbau ist auch an diesen Daten hier gut zu ermessen. An diesen Fakten hier gut zu ermessen. Die Karte haben Sie auch schon gesehen. Hier nur als Netzbetreiber sehe ich nochmal der Hinweis. Wir haben früher ein ruhiges Leben gehabt. Da haben wir zweimal im Jahr an den Reglern was machen müssen, um das Netz stabil zu halten. Warum? Ist mal ein Kraftwerk irgendwo in Revision gewesen, ein anderes Kraftwerk aus einer Region musste zugeschalten werden. Das sind alles Dinge gewesen, da war ein ruhiges Leben. Und jetzt haben wir heute eine Situation, wo wir 1000 Mal im Jahr in das Netz eingreifen müssen, um es zu stabilisieren, damit Sie als Verbraucher, aber auch die Industrie, die darauf angewiesen ist, auch in Millisekunden eine saubere Stromversorgung zu bekommen, dass Sie das nicht merken. Also was brauchen wir? Wir brauchen 8200 Kilometer. Das ist nicht nur Netzneubau, also neue Trassen, das sind vor allem auch viele bestehende Trassen, die wir ertüchtigen oder neu beseilen, also das ist sozusagen die Summe aller Maßnahmen. Aber auch hier muss uns klar sein, 8200 Kilometer, auch bei kleineren Maßnahmen brauchen Sie fast immer auch ein Genehmigungsverfahren mit Beteiligung. Das heißt, wir sollten also nicht nur über diesen Neubau sprechen, sondern auch über alle anderen Maßnahmen, die mit Verfahren verbunden sind. 8200 Kilometer, das ist so die Strecke von Hannover bis Ulaanbaatar. Aus dem ENLA kennen wir noch die Projekte, davon haben wir gerade 200 Kilometer gebaut. Das ist so von Hannover aus gesehen nicht mal der westliche Berliner Ring, nur zur Illustration. Ganz kurzer Werbeblock noch zu TenneT, ich dann zum Thema Beteiligung und Best Practice kommen, wie wir das heute bei uns in Verfahren umsetzen wollen. TenneT ist 2010 von E.ON an die holländische TenneT gegangen. Unser Unternehmenswert damals knapp 900 Millionen Euro. Wir haben in den vergangenen 2 Jahren knapp 6 Milliarden Euro bereits nur für Offshore-Netze investiert. Da ist das Onshore-Netz noch gar nicht mitgerechnet. Und ich möchte mal eine Lanze für uns und unsere Kollegen brechen. Ich glaube, wir sind das einzige Unternehmen derzeit in Deutschland, das nennenswert in Energiewende investiert. Und wenn wir in Zukunft den Ausbau von Offshore so weiter betreiben möchten, müssen sich die Rahmenbedingungen auch entsprechend ändern. Da sind wir gerade in der Diskussion mit der Politik. Das nochmal zur Illustration der Thematik. Auch hier sind wir schon in Vorleistung gegangen. Das ist das Ziel der Bundesregierung, 11.000 Megawatt auf hoher See. Das haben wir bereits beauftragt und finanziert, also darüber diskutieren wir nicht, wenn es um das Thema Finanzierung Offshore-Netze geht seitens der TenneT. Das haben wir bereits schon gebaut, das steht tatsächlich schon draußen, aber das speist erst ein. Also auch hier die Fragestellung, sind wir zu langsam, sind die Windmüller zu langsam oder ist vielleicht das ganze System, so wie es momentan angedacht ist, funktioniert es nicht mehr. Darüber sollten wir diskutieren. Jetzt aber zum eigentlichen Thema des heutigen Nachmittags, Beteiligung. Ich möchte Ihnen hier das Thema Beispiel Schleswig-Holstein vorstellen, weil es, denke ich, ein Musterbeispiel dafür ist, wie es eben gehen kann, wenn man Dialog mit den Stakeholdern ernst nimmt. Nicht als Werbeveranstaltung, als Hochglanzveranstaltung sieht, sondern als etwas nimmt, wo man die Bürger von Anfang an mitnimmt. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo es noch keine Verfahren gibt, wo es noch keine Planunterlagen des Vorhabenträgers gibt. Hier sogar zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht mal einen Netzentwicklungsplan gegeben hat, sondern zu einem Zeitpunkt, wo wir gemeinsam mit der Landesregierung Schleswig-Holstein, den anderen Netzbetreibern in Schleswig-Holstein uns zusammengesetzt haben, nämlich schon vor 2 Jahren, und auf die Karte geguckt haben und gesehen haben, was kommt eigentlich auf Schleswig-Holstein dazu. 9000 Megawatt erneuerbare Energien in Schleswig-Holstein bis 2015. Da gab es eine Studie von Windtest, die wir als Grundlage genommen haben. Dann haben wir angefangen, Konzepte aufzustellen, wie wir diesen Stromtransport aus Schleswig-Holstein heraus bewerkstelligen können. Also schon 2 Jahre, bevor der NDP sozusagen angedacht worden ist. Und uns war allen klar, das ist eine gewaltige Herausforderung. Wir sprachen damals von rund 500 Kilometern Netzausbau, 380 kV nur in Schleswig-Holstein. Das ist eine gewaltige Herausforderung, gerade und natürlich auch für das Land, für uns als Netzbetreiber und natürlich für die Bürger und alle beteiligten Stakeholder, die Landwirte, die Umweltverbände, die hier frühzeitig zu beteiligen waren. Die Idee war dann, dass wir gemeinsam mit der Landesregierung hier eine Netzentwicklungsinitiative gegründet haben. Das passierte 2011. Und dass wir uns gemeinsam mit dem Land und den anderen Netzbetreibern zu einer Beschleunigungsvereinbarung verpflichtet haben. Die Landesregierung ist hier als Moderator aufgetreten. Wir haben die betroffenen Landkreise in die Initiative mit eingebunden. Die Umweltverbände, die kommunalen Spitzenverbände,
und andere, wie zum Beispiel auch die Windmüller-Szene in Schleswig-Holstein. Und alle Beteiligten haben in dieser Vereinbarung Verpflichtungen eingegangen, das heißt Zeitpfade für Netzausbau, Umgang zum Beispiel mit Leitungsplanung. Wir haben Kriterien festgelegt, wie wir als Netzbetreiber Stromtrassen planen wollen, also Siedlungsannäherungen vermeiden, frühzeitige Beteiligung der Bürger und so weiter. Und wir haben uns vor allem zu einem wesentlichen Thema verpflichtet, dass wir eben frühzeitig beteiligen, sprich, was heißt das frühzeitig beteiligen? Wir werden die Planung, und zwar auch die Vorstufen der Planung, die Vorüberlegung, die wir früher eher so erstmal im kleinen Kreis und dann mit ein paar Behörden mal diskutiert haben, dass wir bereits diese Vorstufen der Planung, Trassenvoruntersuchungen, Konfliktpotenzialanalysen, Naturschutzflächen, dass wir all das schon frühzeitig in der Öffentlichkeit im Rahmen von Regionalkonferenzen diskutiert haben und vorgestellt haben. Da haben natürlich unsere Kollegen aus der Netzplanung immer gesagt, naja, wenn ihr schon so früh mit den Trassenvoruntersuchungen rausgeht, dann hat das ja ein Risiko. Da macht ihr die Pferde scheu. Ja? Wir sollten doch erstmal die Füße stillhalten. Ja? Erstmal in Ruhe mit den Beteiligten, das erstmal ausklamüsern und dann erst, wenn wir schon ein bisschen genauer wissen, wo wir hinwollen, dann gehen wir an die Öffentlichkeit. Wir haben ja in Schleswig-Holstein das Experiment gewagt, eben nicht so lange zu warten, sondern schon mit unseren Vorüberlegungen, also zu einem Stadium, wo wir selber noch nicht genau wissen, wo wir eigentlich lang müssen mit den Trassen. Wo wir teilweise 3, 4 verschiedene Korridore durch Gebiete haben, dass wir diese Planung schon frühzeitig zeigen und auch die Beteiligten frühzeitig bei den Überlegungen mitnehmen, um eben genau das zu bewerkstelligen, was sie fordern, nämlich unsere eigene Planung, die Planung dieser Leitungen zu verbessern. Warum das Ganze? Was ist der Nutzen auch für uns als Netzbetreiber? Natürlich geht es darum, am Ende des Tages eine gute Planung zu haben, und zwar frühzeitig, sozusagen bevor ich die Unterlagen schon auslege, sozusagen eine Planung in den Unterlagen drin zu haben, die möglichst optimal ist und gleichzeitig möglichst hohe Akzeptanz in einem frühen Stadium mit allen Betroffenen zu erzielen. Kein Konsens, den werde ich dann nicht erreichen an der Stelle, aber zumindest schon mal frühzeitig transparent zu sein, da haben wir was vor, das sind die Beweggründe, das waren die Alternativen, die wir uns angeschaut haben und die wir diskutiert haben, und wir haben uns im Vorwege, im informellen Bereich bereits auf diese Alternative geeinigt. Sie ist nach dem jetzigen Stand des Wissens sozusagen die bestmögliche Alternative. Und die Idee dahinter ist, dass wir dann darüber gleichzeitig genau das auflösen, was immer so in der Diskussion ist: frühe Bürgerbeteiligung verlängert die Verfahren. Nein, je früher wir glauben, und das ist das Experiment hier, je früher wir eben diese Akzeptanz erzielen, auch unsere Planung frühzeitig optimieren, desto weniger werden wir am Ende des Tages Einwände im eigentlichen rechtsförmigen Verfahren haben. Denn natürlich, das informelle Verfahren ist informell. Die materiellen Beteiligungsrechte verbleiben im Verfahren und auch die Abläufe dort. Und die Idee dahinter ist sozusagen, die Wette ist Beschleunigung unserer Verfahren. Eine andere Idee, die wir versuchen in Schleswig-Holstein pilothaft umzusetzen, ist das Thema Bürgerleitung. Die Idee dahinter: neben der Beteiligung im Verfahren, im Vorwege des Verfahrens, bei der alternativen Diskussion, die Bürger auch materiell an der Leitung zu beteiligen. Also das Thema finanzielle Entschädigung, sage ich jetzt mal, auf eine andere charmante Weise zu lösen, indem ich sage, ich beteilige Bürger ja eigentumsrechtlich an der Leitung, indem ich ein Beteiligungsmodell aufsetze, wo sich Bürger mit ihrem Eigenkapital an uns beteiligen können. Da lehnen wir uns grob an dem Modell an, wie wir es aus Schleswig-Holstein kennen, mit den Bürgerwindparks, wo also die direkt betroffenen Bürger aus den betroffenen Gemeinden alleine sich sozusagen an diesen Windparks beteiligen können und auch an den Erlösen dieser Windparks, von diesen Erlösen profitieren. Und diese Idee wollen wir jetzt auch bei der Westküstenleitung in Schleswig-Holstein umsetzen. Warum haben wir diese Leitung gewählt? Die hat eine hohe Priorität. Dort wird fast die Hälfte des in Schleswig-Holstein erzeugten Stroms von Windenergie am Ende des Tages abtransportiert. Das ist die Westküste, das ist Nordfriesland und Dithmarschen. Das heißt, da gibt es einen hohen Druck, auch seitens der mittlerweile rot-grünen Landesregierung zu sagen, ihr müsst hier schnell voran, damit hier die Abschaltung der Windparks ein Ende hat. Und dort haben wir bereits eine Vielzahl von Bürgerwindparks. Das heißt, die Menschen dort kennen auch ein solches Beteiligungsmodell. Ja, und derzeit diskutieren wir dieses Modell mit zahlreichen Playern, die wir dafür brauchen. Die Landesregierung ist da sehr stark interessiert. Wir brauchen Banken, die dann am Ende das Produkt dann auch sozusagen an den Mann bringt, am Bankschalter, ein Prospekt vor uns erstellt, Prospekthaftung, Bundesaufsicht für Finanzen ist da ganz wichtig. Die Bundesnetzagentur muss mit ins Boot, das Ganze ist sicherlich auch hier im regulatorischen Rahmen einzupassen.
Ja, und das Ziel ist natürlich, das Ganze zu stehen haben, wenn das dann eigentliche offizielle Planfeststellungsverfahren dann auch beginnt, bei den ersten Erörterungsterminen sozusagen auch schon mal sagen zu können, Beteiligung ist hier auch über diesen Weg möglich. Mein Fazit ganz kurz, der erste Satz ist, denke ich, bekannt. Netzausbau bestimmt das Tempo der Energiewende. Aber was auch wichtig ist, ist der zweite Satz, die Energiewende erfordert bei allen Beteiligten ein neues Denken. Akzeptanz und Beschleunigung sind keine Gegensätze. Das wollte ich hier zunächst mal kurz skizzieren. Heute ist das Thema Binnenmarkt, Herr Becker, angesprochen worden. Ja, in der Tat, Energiewende macht vor Grenzen nicht halt. Energieautarkistische Bestrebungen, 16 Energiewenden von 16 Bundesländern sind nicht möglich. Wir brauchen ein ganzheitliches Konzept. Der Netzentwicklungsplan ist hoffentlich ein wichtiger Baustein dazu. Eine Energiewende geht nur gemeinsam. Alle Beteiligten müssen an einem Strang ziehen, müssen sich gemeinsam zusammenraufen, auch bei unterschiedlichen Interessen, und gemeinsam den Konsens suchen. Sonst geht es nicht voran. Ich hatte es in meinem Eingangsvoriensatz aufgezeigt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen die ersten Leitungen bald beginnen zu bauen, sonst werden wir den Zeitplan nicht einhalten. Vielen Dank.